Guten Tag, willkommen zu Ich rede über Dinge. Warum auch nicht? Oh nein, ein Virus. Ja, das Coronavirus. In Deutschland, in Italien, keine Ahnung wo. Es ist ein kontroverses Thema, ja. Nicht jeder will darüber reden. Aber ich bin abgefuckt davon. Die meisten Leute übertreiben. Ja, es hat sich ausgebreitet in Deutschland, so mehr als vorher. Ja, macht Sinn. Die meisten Leute denken jetzt, juhu, keine Schule, Corona-Ferien. Ja, wär nett, ne? Aber ich finde, die meisten übertreiben. Komm, das sind 1000, warte, ich gucke jetzt nach, wie viel es sind. Warte. 1629. Wie viele Leute leben in Deutschland? 82,79 Millionen. Das sind nicht unbedingt viele Leute infizieren, ne? Das breitet sich ja aus. Und es kann ja auch mäßig gefährlich sein. Die Medien sehen da drin Gold. Pures Gold. Die drehen stundenlang die ganze Zeit im Fernsehen rum. Ich gehe nach unten, der Fernseher ist an. Und was steht da? Oh, Corona. Oh, und noch mehr Corona. Ich bin abgefuckt, weil es nur noch darüber geredet wird. Und meine verdammte Rift S kommt deswegen nicht an. Weil, also, ich kann sie noch nicht mal bestellen. Die gibt es nirgendwo mehr in Deutschland. Die wird dann nicht mal in Deutschland geliefert, weil China ist es ja am meisten. Okay, da verstehe ich. Das ist ein Problem. Da sind auch ziemlich viele infiziert. Aber da ist ja alles dicht, ne? Da kommt ja niemand mehr rüber. Nach Deutschland oder sowas. Da sind ja Leute rübergekommen. Die haben es da, glaube ich, gerade erst gestartet. Die netten Leute, die denken, oh, lass mal auf Reisen gehen, wenn wir das Virus haben. Aber auf jeden Fall, ich wollte mir schon seit ziemlich vielen Jahren endlich mal Virtual Reality zulegen. Und was ist geschehen? In China wird nichts mehr produziert, alle anderen wurden auch gekauft. Es gibt keinen Markt, der das noch irgendwie nimmt. Es gibt keinen Markt, der den noch irgendwie in irgendeiner Art verkauft. Alle Händler, die es offiziell gibt, vielleicht auch eBay und Amazon gibt es. Aha, aber Amazon nutzt es extrem aus. Ich habe so vor einem Monat geguckt, aber da wollte ich nicht kaufen. 375 Euro, ne, 395 war es, glaube ich. Amazon ähnlich, so 450 Bereich. Ich dachte, ein bisschen teuer, ne? Ich will lieber das auf Saturn nehmen. Und ja, jetzt gibt es auf Saturn nicht mehr, aber auf Amazon. Und was hat Amazon gemacht? 720 Euro. Danke Amazon. Erstmal die Preise in die Höhe getrieben. Es gibt nicht mehr viel auf dem Markt. Die einzigen haben wir noch. 700 Euro. So viel gebe ich dafür nicht aus. Ich warte einfach jetzt den restlichen Monat. Was aber kacke ist, denn ich habe in ein paar Tagen mäßig Geburtstag und ich wollte es dafür holen von meinem Geld. Und jetzt geht es nicht mehr, weil, ja, gibt's nicht mehr. Ja gut, dann wohl kein Virtuality in den nächsten Monaten. Wegen verdammt Corona. Also in China ist es ja ein Problem. Und in Deutschland wird auch nicht mehr gesendet irgendwie. Ach, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch in 10 Tagen wieder da und es liegt gar nicht an Corona. Dann stehe ich so ziemlich dumm da. Aber am Ende ist das Virus ja auch mäßig gefährlich, ne? Weil es breitet sich aus und so. Und es macht halt diese Plaguing-Taktik, dass es erstmal alle infiziert und dann tödlich wird. Und es ist ja erst so nach 2 Wochen oder sowas wird es erst erkannt, dass man das hat. Vorher nicht wirklich. Oder da kommen erst die Symptome. Und das ist schon ganz schön kacke. Am Ende haben es sogar mehr Leute, als man denkt. Aber trotzdem, bisschen übertrieben. Also ein bisschen Hygiene. Hygiene ist ja normal. Man wäscht sich ja auch schon die Hände, wenn man irgendwie nach Schule nach Hause kommt, oder? Es gibt bestimmt Leute, die machen das nicht. Aber die meisten Leute machen das. Wenn nicht sogar mehr als die meisten. Weil es einfach normal ist, sich ab und zu mal die Hände zu waschen. Halt, so welche Leute wird es am Ende sogar verbreitet. Wird auch gesagt, keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr benutzen, so. Also die meisten übertreiben wahrscheinlich. Falls doch nicht, dann stehe ich so ziemlich kacke da, ne? Wenn es so am Ende so ziemlich gefährlich in Deutschland wird. Weil die Älteren, die sterben ja schon davon. Und die können das ziemlich easy bekommen, wenn jetzt so ein Kackkind wie ich da einfach irgendwie in einem Bus was anfasst und dann das mitnimmt irgendwo hin und dann Leute dafür sterben. Wäre schon nicht angenehm. Wäre schon nicht nice zu wissen, dass man die Person so umgebracht hat. Also am Ende ist es schlimmer. Dann stehe ich echt schlecht da mit dem Video jetzt hier. Aber das war's. Ich bin abgefuckt. Weil meine Bestellung nicht mehr im Lager ist, nicht mehr in ganz Deutschland. Geh morgen zu Saturn, dann werde ich schon sehen. Aber jo, vielleicht haben die es auch in dem Lager, aber zeigen sie sich auf der Website an. Also im Internet gibt es das nicht mehr zu kaufen, das weiß ich. Das habe ich alles nachgeguckt. Seit 5 Jahren will ich das. Ja gut, das war's. Ich bin raus. Tschüss.